Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ich habe gerade Zoe vor einem bösen, bösen Fehler bewahrt, denn sie wollte Inzucht betreiben mit ihrem Sohn, wie es ausschaut. Wenn wir hier nachgucken, können wir wahrscheinlich irgendwo den Stammbaum von ihm betrachten, denke ich mal, oder so. Auf jeden Fall wollte er gerade mit seiner Mutter ficken, das ist eventuell nicht die schlauste Sache. Wir müssen mal gucken, wie die der Tierstand hier ausschaut, weil Zoe, ja, passt, okay. Die sind zu alt, also Zoe ist unsere einzige Möglichkeit, noch Fohlen nachzukriegen. Was natürlich in dem Fall doof ist. Aber ja. Ja, mach rum. Dafür müssen wir vielleicht von euch noch eine neue Stute reinholen. Ein neues Weibchen. Schau mal. Können wir mal gucken, ob wir noch einen Gabelbock finden. Nicht Königstiger, sondern Gabelbock. Gabelbock, Gabelbock, Gabelbock. Wo ist denn der Gabelbock wieder? Gabelbock. Brauche ich denn Weibchen? Aufnehmen, an Zoo senden. Hier rein. So. Dann hätten wir nicht das Problem auch gelöst. Dann hätten wir ein bisschen frische... Erke wird sich bald paaren. Oh. Ist hier wieder Paarungszeit. Baldzeit. Was haben wir denn eigentlich für Tiere in dem Gehege mittlerweile schon wieder drin? Tragend, tragend. Also hier ist alles okay. Ich bin dafür, dass wir den Königstiger mal freilassen. Leute, Tierhandel. Königstiger an Zoo senden. Alter, der bringt 250. Alter. Vom Zoo beschlagnahmt? Was? Was? Jetzt habe ich kurz einen Schock bekommen, als ich hier stand, vom Zoo beschlagnahmt. Uhuhuhu. Liebe Freunde, ihr kommt... Oh, ich habe hier noch gar keine Infotafeln gebaut, ne? Aber jetzt kommt eh der spannendste Teil. Da läuft nicht einer. Technikforschung abgeschlossen. Neue Gehegezäune. Yes, was haben wir denn jetzt freigeschaltet? Barrieren. Oh, Hecken. Nice. Jetzt kommt's. Ich würde rausrennen. Dem taugt das Gelände doch sowieso noch gar nicht, oder? Genau, Gelände. Das taugt mir noch gar nicht. Das ist viel zu viel Gras lang, viel zu wenig Gras kurz. Okay. Verändern wir mal das Ganze grundsätzlich. Warte mal. Gras kurz, großer Pinsel. Erde brauchen wir viel mehr. Dann machen wir mal hier... Den Unterstand vielleicht auch voller Erde. Erde-Patches. For the win. Also er mag zum Beispiel viel Fels. Okay, machen wir hier aber eher einen rauen Fels hin. Erde mag aber viel lieber. Okay. Dann kombinieren wir das da. So einfach. So, jetzt ist das Gelände schon mal passend für ihn. Die Bepflanzung absolut nicht passend bedeutet Natur. Filtern nach Biom. Was sind das? Tropen? Aquatisch, was ist das denn? Tropen, gemäßigt und Graslandschaft. Und mein Handy vibriert, als ob gerade der Weltuntergang da wäre. Ich habe mir gerade geschrieben, oder nicht? Jetzt habe ich Antworten. Gib mal so 15 bin noch. Dann bin ich ready. So, okay, hier
Und dann Kontinent Asien. Ich dachte, ich habe es überhaupt geschickt. Asiatisch. So, okay. Asiatische Bepflanzung. Schauen wir mal. Was ist das denn? Fächer Blumenbusch. Ich krieg irgendwie keine Bepflanzung dazu. Das ist eher mal interessant. Doch, kriege ich langsam aber. So. Gucken wir mal einen Groben hier noch hin. So. Ist halt die Frage, wie viel was bringt, ne? Eine Ulme, was? Bin dafür hin, dass das auch immer das ist. Das bringt aber so 0% so. Verschiedensten von den Fahnen noch übers Gelände verteilen. Den Berg kann ich eh voll platzieren, rein theoretisch, ne? So. Was haben wir denn noch so schönes? Hier so. Komm, du was Gescheites. So. Zwischendurch auch hier mal so rein. Das soll so der Wald werden für ihn. Schöne große Ulme. So. Ja, das schaut doch schon viel besser aus. Perfekt. So. Lebensqualität. Die zwei Sprinkler machen es ihm jetzt nicht unbedingt recht, aber da müssen wir noch uns drum kümmern. Popularität passt. Okay, also müsste rein theoretisch er jetzt happy sein. Lebensqualität, ja. Meh. Aber er ist großteils vom Wohlbefinden schon mal gut. Und wir haben einen Tiger. Ein kleines Miezekätzchen. Ah, die Oh, jetzt paaren die sich. Ja, perfekt. Unser neues Pärchen. Das ist super. Das ist gut, wenn die sich gleich. Nachwuchs erwartet Dezember. Ja, 2008. Oha. Und das Teil steht eindeutig in der Luft. Was soll denn das jetzt? Wir haben einen Königstiger. OMG. Ja, da freuen sich die Leute natürlich, weil sowas haben die noch. Oh, er schwimmt sogar. Was ist das denn? Also, man muss ja schon lassen. Das schaut nicht schlecht aus, außer dass er komplett unter Wasser ist fast. Und dass die Füße da unter den Boden gehen. Aber er läuft auf jeden Fall auf dem Baum runter. Okay. Aber er genießt das Wasser. Ich bin erstaunt, das habe ich jetzt bis jetzt auch gar nicht gesehen. Vielleicht sollte ich öfter tieferes Wasser machen. Andere Frage. Ist das Wasser überhaupt geschützt von unserem... Wasser? Nee, da brauchen wir jetzt... Oh, scheiße. Dafür bräuchten wir nochmal ein extra Gebäude für... Einrichtungen. Eine Wasseraufbereitung muss man nochmal platzieren hier. Ich platziere mal hier eine hin, in der Hoffnung, dass ich die für die nächste Zeit nicht unbedingt zu brauchen werde. Jetzt müssen wir dann auch mal die Wege erweitern. Aber wie gesagt, also es geht erstens einmal hier außen rum. Das ist ja schon mal genial. Das muss man ja hier mal lassen. Einer der genialsten Zoos ever.
Und dann kann von hier noch ein Mitarbeiterweg. Warum auch hier nicht immer abgehen darf. So. Da ist mir gerade aufgefallen, dass wahrscheinlich das Wasser nicht lange halten wird, wenn da so eine große Entfernung zwischen den Punkten ist. Aber er freut sich. Das finde ich cool. Also ich weiß nicht, ob das gerade deswegen ist, weil hier einfach alles an Tiefwasser ist. Aber er ist einmal eine komplette Runde geschwommen gleich. Konnte ich denen nicht früher Hallo sagen? Verbliebenes Gruppenbudget schon ausgegeben. Oh. Ich glaube, ich sollte hier mich noch mal ein bisschen dran kümmern. Warte mal, wo war es denn? Einrichtungen? Spendeboxen. Haben wir ja eh eigentlich sogar relativ viele, aber ein bisschen mehr wäre, glaube ich, jetzt mittlerweile auch nicht ganz undoof. Und dann kümmern wir uns nochmal um ein paar Infotafeln. Zum Beispiel hier. Und hier vorne. Wird in dem Fall die Nyala draufkommen. Oh, wir haben irgendein. Züchte ein neues Gegentier. Das wird bei mir nicht unbedingt die Schwierigkeit werden. Die kommen bei mir ja nach, wie als ob das hier der wildeste Zuchtverband wäre. So. Einmal hier noch ein Nyala. Jetzt kommt der Königstiger. Oh, auf den bin ich gerade so stolz irgendwie. Weil der ist einfach. Lala. Hä? Was ist er denn? Er ist nicht drauf gelistet. Wo ist er denn? Die anderen haben alle Anzeige. Der Königstiger nicht, oder was? Hä? Warum kriegt mein Königstiger keine Bildschirmanzeige? Frechheit. Königstiger. Der kriegt echt keine Anzeige. Was soll denn das? Ist das ein Bug oder ist das jetzt hier beabsichtigt irgendwie? Königstiger. Bei der Wasserfläche brauchen wir jetzt aktuell noch keinen. So, und hier auch noch einen für den Kuni. Ach, da ist er jetzt, hä? Ach, weil die keinen Strom... Oh. Einrichtungen, vielleicht bräuchten wir da auch wieder Strom. Wir brauchen da überall wieder Strom, oder? Wäre eigentlich so ein Stromgenerator hier hinten gar nicht doof. So. Huch. Hey, ja. Embry wird bald erwachsen. Das ist aber auch ein Männchen. Das ist kacke. Aber ein Einzelmännchen, das ist gut. Wie schaut denn das aktuell hier mit dem... Wir müssen mittlerweile schon voll auf die Tiere auch achten. Aber wir haben die Fütterungsversion eh schon erhöht. Tier ist gestresst. Tier ist gestresst. Wieso sind die Tiere gestresst? Wegen dem stabilen Rückzugort oder was? Dann bauen wir da mal noch schnell dran rum. Haben wir ein paar Wände rein, ein paar stabile. Wie wär's mit ein paar festen Wänden hier? Hm.
Das passt nicht. So. Ist die Frage, welche Steilheit hat diese Wand? Aber wie schön ist das auch anders gebaut, hä? Wie soll ich denn einen gescheiten Unterschlupf machen, wenn ich nicht weiß, wie das ansatzweise gebaut ist? Oder ich muss den mal einen neuen da hinsetzen. Wahrscheinlich muss ich den eher mal einen neuen setzen. Das wird wahrscheinlich eher mal passieren müssen. Na, ich küsse da und die Teile. Das ist nicht der Sinn der Sache. So, jetzt haben wir was. So circa am... Ne, das war jetzt die falsche... Ich dachte, das ist die richtige Wand. Ja, passt doch. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Oh. Ja, da wird die Tür. Der Kampf war, das müssen wir noch schnell. Ja. Das müssen wir noch schnell gucken. Was ist das ältere Tier? Das ist das Jungtier. Ich würde mal sagen, dich lassen wir frei. 19 Punkte dafür noch bekommen. Und ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!